Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Szenario von Farmingjet 2021. Karottenkuchen. Er wird köstlich, besorge die Zutaten für den Karottenkuchen. Wir backen offenbar einen ganz schön großen Karottenkuchen, wenn wir dafür 2500 Eier brauchen, aber hey, das soll uns nicht aufhalten. So, wir beginnen die ganze Geschichte, indem wir ein Lager bauen. Denn das werden wir für die Eier brauchen. Ja, so ist das. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen davon. Auch das bauen wir hier hin. Wundervoll. So, haben wir denn schon jemanden, der mit Tieren umgehen kann? Und ein Reis hat, mit dem ich auch umgehen kann. Ja, tatsächlich ist das hier sehr, sehr schön. Und der sogar auch. Mensch, dann nehme ich doch gleich zwei Leute mit und mache zuerst mal eine Ausbildung hierfür. Dauert nur 3 Tage. Passt schon irgendwie. Und dann geht's hier erstmal los. Da kann ich ja vielleicht auch schon mal für die Tiere die entsprechenden Zutaten. Das ist einmal Hafer. Das ist einmal die Kartoffel. Und das ist einmal Mais. Das will ich alles... Nein, nicht da. Ich will das natürlich hier suchen. Mais. So. So, hier kommt das natürlich wieder raus. Und dann will ich von allem ein bisschen was haben. Auch von den Kartoffeln. Also wirklich. So. Okay. So, jetzt mache ich nochmal halblang hier, weil... Naja. So, dann kommt direkt die nächste Schulung. Und die nächste Schulung soll erstmal das hier sein. Den Grund dazu werdet ihr gleich erfahren. Ja, ja. So. Also gut, ich möchte Dinge bauen. Und zwar möchte ich einmal das hier bauen. Ich werde dann auch merken, warum ich genau in dieser Reihenfolge das hier alles baue. So, und zweimal das. Wundervoll. So. Dann gucken wir doch mal, ob wir noch ein paar Kollegen haben, die ein bisschen mit Tieren umgehen können. Ah, das geht besser. Da geht's besser. So, ein bisschen schneller. Noch wen, der mit Tieren was anfangen kann. Schienen Obstgärten, okay. Ja. Tiere pflanzen. Ja, Tiere. Das ist jetzt nicht so der Burner, muss ich mal so sagen. So, ich guck mal nochmal hier rein. Maschinen wäre schon nicht schlecht. Maschine wäre schon cool. Ich hätte aber lieber gerne die Kombination Maschine und Pflanzen tatsächlich. Maschine, Pflanzen wäre eine perfekte Sache. Gut. Wir machen mal wieder halblang und sagen, wir brauchen Hühner. Machen wir mal direkt ein paar rein. So, und das hier auch rein. So, oh, ja, genau. Wir wollen hier die 2 Kollegen zuweisen, dann kriegen wir hier nämlich schon mal ein bisschen was zurück. So, als nächstes nochmal gucken, ob wir hier was mit Tieren... Maschinen und Tiere, ja okay. Maschinen und Pflanzen wäre halt cool, ne? Da würde ich auch ein bisschen mehr für ausgeben dann, ja. Das wäre ganz nett. So. Jetzt aber eher nicht so. Maschinen und Tiere schon wieder. Na, ist noch die gleichen Kollegen hier. Ja, es waren noch die gleichen. Okay. So. Tiere, Tiere. Tiere, 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 aber alle ganz schön teuer. So. Also richtig vorankommen wir auch nicht, ne? Ah, hier, guck mal, er ist doch gut. Den nehmen wir doch, den nehmen wir doch. So. Den nicht. Pflanzen aus, doch was? Bitte? Neue Tiere? Ja, okay.
Zu niedrige Luftfeuchte. Oh, das ist schlecht. Moment. Darum muss ich mich jetzt kümmern. Das ist jetzt ganz wichtig. So, das bedeutet, wir bauen erst einmal eine Garage. So, und zwar genau dorthin. Und du hast hier Strom. Du musst hier Strom haben. Ja, geht doch. So. Dann brauchen wir. Ja, eigentlich brauchen wir noch 10 Tage. Das ist echt schon krass niedrig hier mit der Luftfeuchte. Ja. So, dann brauche ich zumindest einen Maschinenführer. So, und da wäre er hier gar nicht schlecht. Ich hätte aber, wie gesagt, auch gerne einen Maschinen- und. Ja, nehme ich den halt. So. Maschinenführer drin. So, hier kann ich dann noch direkt jemanden reinsetzen für die Hühner. Ist auch okay. So, ja. Natürlich jetzt echt nicht so schön, weil eigentlich wollte ich mir das sparen ein bisschen mit dem Traktor, aber okay. Dann müssen wir den wohl leasen. Na gut. So, den Traktor würde ich gerne hier hinstellen. Und wir brauchen natürlich auch noch das Wassergerät hier, damit. Anhänger mit Wasser. Den kaufen wir uns direkt. So, der kommt dahin. So, dann kann der Kollege hier jetzt losziehen und uns hier um das Wasser kümmern. Eigentlich. Ja, okay. Er geht los. Ich hoffe, er geht los. Nee, ich habe vergessen hier. Maschinell und so. Ja, klar. Darfst du halt machen. So, wird bewässert. Na, ein Glück. So, das ist nämlich ganz wichtig, dass wir den hier, das Abwehrfeld hier ganz gut erhalten. Das wäre nämlich nicht schlecht. So. Das wäre schon mal das. Okay. So, jetzt kann es auch weitergehen. Jetzt ist alles gut. Jetzt fährt der los und bewässert das hier. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Währenddessen brauche ich noch zwei Leute, die ich hier anstellen kann, die mit Tieren umgehen können und auch nicht allzu teuer sind. Die sind eindeutig zu teuer. Tiere. Oh. Das sieht gut aus. Maschinen und Tiere ist eigentlich sogar eine coole Kombination jetzt gerade. Ja, einen brauche ich noch mit Tieren. Einen mit Tieren. Ja, nee. Zu teuer. Tiere, Pflanzen wieder. Okay. Brauche ich aber nicht. Maschinen und Pflanzen würde ich sofort nehmen. Ohne Probleme. Wenn ich irgendwo Maschinen und Pflanzen sehe, dann das wäre mein Mann. Maschinen- und Obstgärten ist auch nicht schlecht, aber Maschinen und Pflanzen ist wichtiger. So, Tiere zu teuer, Tiere zu teuer, Maschinen ohne Pflanzen, ja gut. Ja, das ist erstmal noch nicht so wichtig. So, die sind alle zu teuer, die Dudes. Das tut mir echt leid, aber kann es mir echt nicht leisten. Doch, ich könnte es mir leisten, aber egal. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob man es kann, sondern ob man es will. Maschinen und Pflanzen. Ja. Und hier nochmal Maschinen und Pflanzen. Mensch. Guck mal an. Schade. Ist da eine weg. Aber na gut. Das behalte ich bei. So. Tiere, Obstgärtnerei, Maschinen, Arbeit und Pflanzen. Ja, Maschinen und Pflanzen ist halt gut, ne? So, hier, er kann auch Tiere. Haben wir noch irgendwen billiger mit Tieren? Nee. Nehmen wir halt den. Okay. Gut, dann wird hier nochmal ein bisschen was reingesetzt. Nämlich der und der. Und dann kann ich mir hier auch ein paar Hühner kaufen. 10 Stück reichen aus. So, und dann geht das hier auch los. So. Mensch, Freunde. So weit, so gut. So, jetzt haben wir hier ein paar
Eier und die können wir verkaufen und sieht doch schon mal nicht schlecht aus, nicht wahr? So, dann machen wir doch hier direkt mal, obwohl, ach nee, komm, machen wir immer so nach und nach. So, der nächste Schritt wäre jetzt, ein weiteres Feld anzulegen. Allerdings glaube ich noch nicht, dass wir bereit dafür sind. So, stattdessen wollen wir erstmal noch ein bisschen was lernen. Und zwar wollen wir ein klein wenig die... ich überlege gerade, ob wir vielleicht das hier erstmal machen. Ein bisschen Verkaufstechniken. Ein bisschen mehr Ertrag bekommen von den Eiern dementsprechend. So, den Kollegen. Ich muss ja die Kollegen hier ein bisschen ausbilden. Das nützt auch alles nichts. Das ist halt eine der wichtigsten Sachen, dass die Kollegen hier wirklich auch ausgebildet sind, weil umso schneller kriege ich mein Geld rein. Auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, dass ich mein Geld hier alles raushaue ohne Ende. Aber umso mehr Eier ich bekomme, umso besser geht's mir. Das klingt irgendwie komisch. Na gut. Ja. Gut. So, was das Problem hier an diesem Ding ist, ist, dass wir das ernten müssen. Das klingt sehr banal, das ist aber so. So, ich möchte im Übrigen auch hier ein Feld haben, das ungefähr so groß ist. Ja. Müssen wir aber erstmal drauf warten. Und wir brauchen auch erstmal noch ganz viele Maschinen, die dazugehören. Das ist eben auch noch ein Thema, da geht es halt auch noch in die Richtung. Jetzt muss ich kurz überlegen, ja, das können wir eigentlich hier hinbauen. Ja, das ist gut. Denn ich möchte das hier haben. So. Das ist auch ein bisschen was, das ist aber nicht schlimm, weil das wird mir nachher sehr, sehr viel Geld sparen. Ist einfach so. So, guck mal, dann haben wir ja schon wieder 10.000 zusammen. Sehr gut. So, dann könnte man hier ziemlich drüber nachdenken, dass man hier langsam aber sicher ein Karottenfeld hin macht. Denn auch Karotten werden wir benötigen. So hier, damit wir hier die entsprechenden Grenzen haben, die wir brauchen. Ich habe mir das alles so ein bisschen ausgedacht, wie wir das am besten hier hinbekommen und so sieht das erstmal ganz gut aus. So. Obwohl, eigentlich kann ich auch einfach hier draufklicken. So, jetzt überlege ich gerade, was ich als nächstes mache. Ich würde eigentlich die Kosten der Gebäude gerne senken. Das ist nämlich ein wichtiger Aspekt, den ich verfolgen muss. Tatsächlich. Ist tatsächlich sogar sehr, sehr wichtig, dass ich das verfolge. Jetzt weiß ich, mache hier doch mal die Eier rein. Weil... Achso, stimmt. Geht dann nur mit Ei. So. Und Maximum ist halt 1000. Wie immer 1000 als Puffer. Das soll schon so sein. So. Also, hier kommt also das Feld hin. So, was machen wir auf dem Feld? Erstmal Karotten, weil Karotten kann man relativ einfach ernten. So. Und wir wollen den halt mit Mist düngen. Karotten. Und dementsprechend passt das, denke ich mal. So, und dazu brauchen wir jetzt einen Pflug. So, den Pflug, den kann ich mir direkt mal kaufen. Ja, für 450 nehme ich den auch so. Den hätte ich gerne hier. So, dann kann der nämlich schon mal loslegen und pflügen gehen. So. Dann brauchen wir natürlich einen Grubber. Nehmen wir uns... Nee, er ist ein bisschen groß. Nehmen wir uns den kleineren hier. Und den stellen wir uns auch hier hin. So.
So, dann ist der nächste Schritt neben dem Pflügen natürlich noch das Düngen. Es düngt mir nämlich, dass ich dafür ein Düngefahrzeug brauche, und zwar einen Miststreuer, weil ich habe ja letztendlich Mist gewählt. Wie das immer so ist, wenn man Mist wählt, muss man auch Mist mit anbauen. So, und letztendlich brauchen wir dann eigentlich nur noch eine Sache, und das ist eine Punktsämaschine. Und auch die werde ich mir direkt mal so kaufen, weil ich es kann. Die stelle ich mir halt auch mal hier so mit hin. So, denn das ist eigentlich genau das, was jetzt passieren muss. So, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir wahrscheinlich nicht mal genug Geld, um Mist zu kaufen, aber das ist nicht schlimm. Und dann verkaufen wir einfach nochmal ein paar Eier und dann geht das auch wieder sein. Nee, tatsächlich haben wir sogar noch genug Geld für Mist gehabt. Mensch, das ist ja nochmal gut gegangen. Das einzige Problem, was wir jetzt haben werden, ist eben die Geschichte mit den... dem Kram hier, ne? Also da brauchen wir schon 105 Gesamtpreis. Das wäre schon nicht schlecht, wenn wir ein bisschen Geld bekämen, genau dafür. So. Haben wir das auch geklärt. Ah, Bankrott, mein Gott. Wo ist denn hier Bankrott? Nix da. So, der Vorteil ist, dass ich hier so ziemlich jede Maschine gekauft habe, bis auf den Traktor. Ja, gut. Der kostet halt ein bisschen, aber das passt schon irgendwie. So. Sehr gut. So, das dauert nur noch 10 Tage. Das ist auch sehr gut. Aber ich muss auch so ein bisschen darauf achten, dass ich die nächste Schulung direkt anstoße, denn das ist hier auch ein bisschen wichtig, dass wir hier die Gebäude ein bisschen billiger hinbekommen, denn wir brauchen gleich auch noch eine weitere Garage oder naja, Parkplatz vielmehr, und dementsprechend brauchen wir da auch ein bisschen mehr Stuff. So, ach ja, stimmt. Die Dinger hole ich mir halt auch jetzt noch, also den Dünger und so weiter. Sollte ich mir vielleicht auch 10 Liter parat legen, oder? Von jedem. So. Wenn ich so drüber nachdenke, hier das, das und das. Es sind schon wichtige Sachen und ich finde, da sollte man immer zumindest 100 parat haben. Können wir also einfach mal aktivieren. So. Ne, 100 ist Quatsch. 10 wollte ich nur. 10. Sorry. Ich wollte nicht 100. Oh Gott. Nicht, dass der jetzt 100 gekauft hat. Nee, ein Glück. Okay. Ich sehe am Geld, dass es nicht so ist. Ein Glück, ey. So, was? Eine Maschine Feldspritze. Ah ja. Da war ja was. Ja, stimmt. Die Feldspritze. Das ist ein Thema, was ich mir jetzt aber auch, glaube ich, sogar leisten kann. Und das fände ich nämlich sehr, sehr wunderbar, wenn das so wäre. Ja, komm. Suchen wir einfach danach. Feldspritze. Ja. Die kann ich mir nämlich direkt kaufen und das finde ich sehr, sehr schön. Kleine Maschine Anhänger. Ja, das ist auch ein Thema. Dem werde ich auch noch her. Allerdings noch nicht. Denn das ist auch erstmal ein Thema. So, denn wir brauchen ja Schulung und ach Gott, jetzt habe ich wieder nicht... Da wäre nicht drauf geachtet, dass ich hier diese Schulung machen möchte. Okay, dann mache ich erstmal die 3-Tage-Schulung, damit ich zwischendurch nochmal Eier verkaufen kann. Ja, komm, hier. Damit wir die nächste Gebäudeschulung machen können. So, weil das hier, das kann ich eh noch nicht. Oder ja, also das dauert eh noch. Und dementsprechend, ja. So. 5.500 brauchen wir dann nämlich für... Haben wir das? Ja, doch, haben wir. Genau in dem Moment da
Pedale geklickt. Na super, so, 100. Auf geht's. So, weil das will ich auf jeden Fall noch zu Ende haben. So. Das mit dem Anhänger ist ein Thema für das spätere Ich. So, das Ding dauert nämlich 35 Tage und in 35 Tagen kann ich mir nämlich viel, viel billiger noch einen Parkplatz leisten. Und dann werde ich das auch tun. So, und dann kann ich mir nämlich auch auf dem neuen Parkplatz einen neuen Anhänger leisten. Und was wir hier halt auch brauchen, ist eben leider Gottes ein Roder für Kartoffeln. Ja, so ist das halt. So, gibt es denn in der Zwischenzeit nochmal jemanden mit Maschinen- und Pflanzenkenntnissen? Pflanzen und Maschinen würde ich super cool finden. Wie gesagt, da zahle ich auch ein bisschen mehr für die Leute. Ja, wobei... Gucken wir nochmal Pflanzenmaschinen. Obstgärtenmaschinen ist schon ganz cool. Obstgärtenpflanzen gemeinsam ist natürlich auch was Cooles, aber mir geht es hauptsächlich um diese Geschichte hier. Und hier werden auch noch ein paar Felder dazukommen. Deswegen würde ich da gerne auch ein paar Pflanzen- und Maschinenkollegen haben. Ja, Maschinenimkerei ist jetzt nicht so das Praktische. Pflanzenverarbeitung, ja gut. Maschinenobstgärten, ja, das hat man öfter, glaube ich, ne? Maschinenobstgärten ist echt öfter so die Sache. Obstgärten, Maschinen hier auch schon wieder. Frechheit. So, Maschinenobstgärten, ach, das gibt's doch gar nicht. Maschinenobstgärten, hier noch einer. Maschinenverarbeitung. Na. Maschinenobstgärten. Achso, das sind die gleichen, okay. Ach so, mein Feld brennt. Ja, schön. Also weißt du, warum brennt mein Feld jetzt gerade? Das ist doch nicht cool. Das war beim Test auch so, dass das Ding gebrannt hat. Das kann man nicht angehen. Also weißt du, so ein Schmarrn? Naja gut, suchen wir weiter nach Kollegen mit Maschinen und... Ah, nee, nicht Tier, nicht Imkerei, sondern auch immer noch Tiere. Hm. Ja, Maschinen. Mein Pflanzenmaschinen, ja. Autscha, das tut aber weh. Pflanzenmaschinen, gibt es das hier nochmal in billig? Nee, leider nicht. Nun gut, dann werde ich den wohl anstellen müssen hier. Ah. So ein Mist. Naja, gut. Hm? Warum sagt er mir denn hier gar nicht mehr, dass mir irgendwas fehlt? Das finde ich ja seltsam. Es sieht ja fast so aus, als würden die das jetzt ernten. Was sie aber nicht tun werden. Das weiß ich jetzt schon. So. Nichtsdestotrotz, ja, wir kommen langsam in den Bereich, wo wir sagen können, okay, wir haben ein paar Sachen hier. Ist ja schon mal nicht schlecht. Wie sieht's aus? Mal 6.000 oben drauf. Ja, das passt schon. Mit 23.000 dann kommen wir langsam in den Bereich, wo wir tatsächlich hin wollen. So, genau. Dass ich die Feldspritze und den Traktor hier hingestellt habe, das hat einen Grund. Denn hier die Haltbarkeit verringert sich in diesem Bereich langsamer gefühlt, aber ich kann auf jeden Fall auch das Gebäude verbessern und dann verringert sich nämlich gar nicht, weil das dann überdacht ist hier. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das genau, wann ich das genau reinschiebe, das mit dem Überdachen, das wäre nämlich gar nicht mal so verkehrt, wenn wir das dementsprechend bald tun. So. So, die brauchen noch 15 Tage, die Schulung braucht noch 8 Tage. Ich werde dann mal gucken, dass ich die jetzt einmal durchziehe. Und ja, danach wird natürlich die Schulung als nächstes gemacht.
wobei, nochmal Kostensenkung macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Ich würde wahrscheinlich sogar erstmal die Preise erhöhen oder die Effizienz der Arbeiter. Das ist auch was Wichtiges. Die Effizienz der Arbeiter macht schon Sinn. Das werde ich als nächstes machen und dann kann ich ja nachher hier diese ganze Geschichte mit dem Bruder bearbeiten. So. 3 Tage fehlen noch. Irgendwas, was ich mir hier leisten möchte. 30.000 ist schon sehr gut. 32.000 ist noch viel besser. So, und hier, wenn ich hier dem... Ach nee, dem kann ich hier gar nichts mehr abgewinnen. Okay. Achso, da steht noch irgendwas drin, aber nee. So, denn jetzt kostet eine Garage nur noch 13.500. Oder Garage halt nicht, sondern hier ein Parkplatz. Die Garage kostet 18.000, ist aber auch nicht so viel. So, und jetzt nur noch 12.000. So, die 12.000 nehme ich gerne in Anspruch. Und ich glaube, ich brauche jetzt tatsächlich auch Strom. Was auch gar nicht so schlimm ist. Ich baue das Ding mal hier so hin. In der Hoffnung, dass ich nachher noch was anderes dahin bauen kann. Es hat alles schon irgendwie so seinen Zweck. So, das Ding braucht nur noch 5 Tage und wir brauchen ein Ruder für Kartoffeln. So, und der ist ganz schön teuer, aber wenn ich den... Jetzt habe ich hier gerade gutes RNG, kann mir den aber trotzdem nicht leisten. Auch jetzt ja. Überlegen. Das okay? Oder lease ich mir den? Weißt du was? Den lease ich mir auch. Weil der so teuer ist, lease ich mir den auch, weil ich brauche noch ein weiteres Gebäude hier. Und zwar eine Butze für Saisonarbeiter. Und die ist nämlich auch ganz schön teuer und deswegen möchte ich da... Ja, jetzt ist halt die Frage. Möchte ich da jetzt doch... Also ich meine, ich habe jetzt die Geschichte hier fertig. Möchte ich jetzt doch 10.000 ausgeben, um dann schneller das alles hinzubekommen? Ja, machen wir. Denn wir ernten ja jetzt hier schon die Karotten ab. Das ist vollkommen in Ordnung erstmal. So. Die Karotten sind eingebracht und jetzt kann ich nämlich sagen, ich verkaufe auch noch die Karotten. Und die geben mir nämlich auch noch einen schönen Boost nach oben. Genauso wie die Eier das jetzt nochmal tun. Und dann habe ich nämlich fast schon die 32.000 fertig. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Will ich da wirklich noch 30 Tage warten? Mein 3.8. Ja, komm, die 30 Tage warten wir noch. Ist doch egal. So, und dann werden wir uns noch einen Anhänger kaufen. Ja, genau das Ding. Und den kaufe ich mir halt direkt. Weil der kostet ja nicht allzu viel. Stelle ich dahin. Wir haben hier nämlich schon mal das Fahrzeug, was wir benötigen. So, brauchen wir hier nämlich nur noch Arbeiter. Das ist der Hintergrund. So, und stattdessen wird jetzt hier erstmal das alles gerubbert. Das ist auch in Ordnung. Hat nicht genug Arbeiter. Feldapfel, ja. Genau das Thema will ich ja behandeln, nämlich indem ich das Teil hier nochmal baue. Und da kann ich dann Saisonarbeiter grundsätzlich einmal einstellen für einen Monat und dann reicht das auch. So. Ja, ich überlege gerade, ob ich die 30 Tage jetzt oder die 20 Tage hier noch abwarte, aber ich denke, das werde ich tun. Weil die Ernte läuft mir hier echt nicht weg. Von daher machen wir das so.
Ich würde sagen, ich skippe einmal die 20 Tage. So, die Schulung ist gleich fertig und zwar genau jetzt. Bam. Okay. Mein Timing daran muss ich noch arbeiten. So, 7 Tage. Diese Schulung jetzt weitermachen. Effizienz der Arbeiter erhöhen, das ist okay. So, jetzt möchte ich nämlich das hier bauen. Jetzt kann ich es nämlich auch bauen. Jetzt ist es auch billiger. So, Gebäude für Saisonarbeiter. So, wichtig an der Stelle ist jetzt, sobald das Teil fertig ist, machen wir mal kurz halblang und gucken einmal, ist es der 31.8., dann gehen wir bis zum 28.9. und vom 1.9. So, ich gebe tatsächlich viel Geld und die brauchen auch nicht lange arbeiten und ich brauche nur 5 Leute. So, das ist die Prämisse. Genau so muss das aussehen und dann kommt hier schon mal der Erste. So, kann ich mich auch wieder schnell machen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nämlich, dass hier gleich alles voll ist, ist nämlich relativ hoch. Weil eben die Chance für die Anstellung 75% ist. Auch wenn es jetzt einmal gefailt hat, aber pro Tag kann halt eine Person dazukommen. So, ist der schon mal da? Beate Klaus, sehr schön. So. Genau, da kommt jetzt noch einer dazu. Wir brauchen nämlich 8 Leute, sondern wenn hier 5 und hier 3 genommen und dann passt das hier alles. Dann brauche ich Platz. Wofür brauche ich denn Platz? Werden hier so viele Äpfel geerntet, dass ich dafür sogar Platz brauche? Ach du meine Güte, okay. Dann muss ich hier noch schnell ein Lager hinbauen. Und zwar baue ich das hier hin. Jetzt habe ich da wieder keinen Strom, ne? Ach, Mensch. Ridiculous. So, bauen wir da Strom hin. Dann können die hier Apfel ernten. So. Meine Güte. Mach mal hin da. So. Hier schön Apfel geerntet. Sehr, sehr gut. So soll es sein. Und dann mache ich direkt mal die nächste Ausbildung. Maximalpreis für Produkte erhöhen. Das ist nämlich auch sehr, sehr schön. So. Und dann ist das hier nämlich fertig. So. Und in der Regel ist dann die Zeit, wo jemand, wo ich Angestellte brauche, die Zeit vom 1.8. bis 30.8. Da mache ich das mal so rein. Und dann passt das. Dann ist das alles in Ordnung. So. Und für diese eine Ernte brauche ich dieses Haus. Das ist eigentlich total nervig, aber das ist okay. So. Dafür kann ich jetzt hier die Äpfel verkaufen für 117.000. Bam. Mann, fühlt sich das gut an. So. Tja. Wann beginnt der Winter? In 98 Tagen. Da fängt der Winter an. Ja, so ist das, aber gut, damit muss ich dann erst einmal leben. So, das ist nämlich ein bisschen schade, aus dem einfachen Grund, weil ich eigentlich jetzt hätte schon ganz viele tolle andere Sachen machen können. Ja, aber so ist das eben. Das wird jetzt nicht mehr so da reinpassen. Das ist sehr schade, aber das ist auch vollkommen okay. Dann würde ich jetzt erstmal hier die Rechnung senken und danach nochmal den Preis für Boden senken, denn das sind jetzt die zwei nächsten Sachen, die ich machen werde. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie preisig wäre denn der Boden hier. 13.000. So, wenn ich das jetzt um 10% senke und dafür 10.000 ausgebe und hier auch nochmal. Ja gut. Eigentlich auch Quatsch, ne? Weil das werden die einzigen Felder sein, die ich noch anbauen werde. Nö. Weißt du was? Dann brauche ich das nämlich gar nicht. Dann mache ich das doch anders.
dann werde ich jetzt quasi schon mal diesen Produktionsworkshop machen. Und dann bin ich nämlich zum Winter auch wieder mit dem zweiten Produktionsworkshop bereit. Und dann werde ich den über den Winter machen und dann kann ich den hier gleich anschließen und dann passt das. So werde ich das machen. So, 90 Tage. Ach, 89 Tage. Sehr schön. So, und in der Zwischenzeit baue ich mir dann hier mal die Felder an. So, das machen wir jetzt noch schnell. Zack. So. Hier kommt Rapsen. Noch Rapskerne. Natürlich hier mit gedüngt. Und hier kommt Weizen hin. Denn das sind die zwei Sachen, die ich benötige. Natürlich auch mit dem Dünger. So, und dann haben wir hier noch eine Straße lang. Ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig. Ist auch nicht wichtig, aber sieht schön aus. So. Und die Hoffnung, die ich jetzt hatte, war, dass ich hier eine Scheune hinbauen kann, die im Strombereich von diesem Stromding ist. Und das ist sie. Wundervoll. So, die baue ich aber nicht. Oder baue ich die jetzt schon? Nö, die baue ich noch nicht. Die baue ich erst, sobald die Felder hier fertig sind. So, die werden dieses Jahr noch nicht angebaut, weil das ist alles ein bisschen zu knapp. Ist aber okay. Ja, so hier die Kollegen sind auch schon raus, ne? Genau, perfekt. So. Und das Problem, was ich hier nachher habe, ist, dass ich hierfür Mähdrescher brauche. Mähdrescher ist natürlich ein bisschen teuer und alles und so, aber naja. Gibt's auch Schlimmeres. So, das hat auch monatliche Kosten, ne? Ne, dann lassen wir das. Gut, okay. Dann skippe ich jetzt sogar auch den Winter durch. Wie gesagt, ich habe jetzt hier quasi diese Produktionsschulung. Die ist jetzt zum Winter hin fertig. Dann werde ich die zweite Produktionsverwaltungsgeschichte machen, denn dann ist das auch fertig. Und dann schauen wir uns das neue Jahr an und gucken mal, ob wir uns da vielleicht noch... wohl drüber nachdenke. Wenn ich so drüber nachdenke, mache ich vielleicht auch schon zum Winter irgendwas Lustiges. Genau. Ich glaube, wir sehen uns dann zum Winter hin nochmal. So, ich habe jetzt mal nicht bis zum Winter gewartet, denn warum sollte ich das tun? So, wir bauen ein paar Sachen und zwar fangen wir hiermit mal an. Das kommt dahin. Dann benötigen wir noch einmal das Teil hier. Das kommt direkt hier hin. So. Und ich denke mal, ihr habt schon erraten, worum es geht, weil ich das eh schon offen hatte. Ich möchte hier natürlich die Mühle hinbauen. So, bezüglich der Mühle würde ich natürlich jetzt erstmal hier beim Handel sagen, Handelsobjekt hinzufügen, Weizen, das ganz klar. Und da wollen wir mindestens 1000 von haben. Das ist für die Produktion immer ganz gut, wenn da 1000 vorhanden sind. So, und dann brauchen wir hier natürlich Produktionsarbeiter, wie zum Beispiel Sie oder aber auch... Nö, bleiben wir mal bei ihr hier, das ist okay. So, nächster Verarbeitungskollege. Was hat er? Nee. Alles ein bisschen teuer. Alles ein bisschen teuer. Nö, alles zu teuer. So. Das sieht gut aus. Das nicht so. Das, der Rest ist okay. Kann noch irgendwie Maschinen pflanzen? Oh. Dann sieh mal einer an. Okay, den nehmen wir auch mal mit rein. Weil dann können wir nämlich mal... Ja, tut mir leid, aber... das ist der... Ihn muss ich einmal auswerfen. Und dann kann der hier noch kurz umziehen. Ja, sorry, aber das muss jetzt auch mal sein. So, Verarbeitung. Sie und... haben wir noch irgendwen? Ja, ihn hier. So, das sind alle vier. Mehr brauche ich erstmal nicht. Kann ich alle zuweisen. Verarbeitung.
Verarbeitung. So. Dann habe ich noch viel Geld übrig und die Produktion steht auch schon mal. Und dann würde ich hier einfach mal sagen, hier kommen Verarbeitung. Ist ja schon mal ganz wichtig für die Kollegen hier. Sollte man auch ganz nach oben bringen. Und dann kann ich hier auch sagen, für die Kollegen, die hier mit den Maschinen arbeiten, Maschinen und Pflanzen sollte auch noch ganz oben sein. Wenn nur die richtigen finden, die das hier können. So, hier zum Beispiel. So. Ja, beim letzten bin ich mir gar nicht sicher, weil der ist so teuer. Aber hey. Oh, interessant. Ich habe nicht genug Geld. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Für diese Situation habe ich ja hier noch genug Eier. Ach so, und natürlich Weizenmehl, genau. Weizenmehl wollen wir natürlich verkaufen. Das ist natürlich praktisch. Das kommt weg ab 1000. Ab 1000, genau. So. Hätten wir das nämlich auch schon mal geklärt. Ah ja, jetzt haben wir auch schon einmal wieder verkauft. Kann ich dem Kollegen hier nochmal die letzte Schulung für die Maschinen geben. So. Produktionsschulung ist ja auch bald durch und jetzt haben wir hier schon mal die Mühle, die schon mal vor sich hin mühlt und ja, dann hoffentlich auch sehr, sehr viel Profit bringt. Das weiß ich jetzt nämlich noch nicht, das werden wir sehen. Aber wir sind hier mit den Karotten schon mal gut durch, gut, Eier, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Und das mit dem Weizen und Raps, das kriegen wir dann in den nächsten paar, ja, im nächsten Jahr auf jeden Fall auch hin. Das heißt also im nächsten Jahr, sobald wir da 120 Tage drin sind, sollte das eigentlich geklappt haben. Deswegen skippe ich jetzt erstmal das Jahr. Wie gesagt, die letzte Schulung, die ich jetzt noch mache über das Jahr hinweg, ist natürlich das hier immer noch. Hat sich nicht geändert. Also bis gleich. So, und damit sind wir im Winter angelangt und bilden natürlich das hier direkt aus. Und dann skippen wir den Winter auch und haben direkt mal ein Saldo von 140.000. Das ist natürlich sehr schön. Und dann sind wir auch schon wieder im Sommer. Ha! Wie schnell das manchmal geht. So. Die Ausbildung dauert auch nur noch einen Tag. So, und dann würde ich nämlich als nächstes... so muss ich kurz überlegen. Nehmen wir das hier. So, Punkt Sämaschine wurde hier angesetzt. Sehr gut. Mal hier erstmal die maschinelle Bearbeitung aus, damit auch wirklich als nächstes alles andere gesät wird. Denn das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass wir das hinbekommen. So, Punkt Sämaschine. Sehr gut. So, das wäre das eine. Das andere ist dann... Müssen wir mal gucken. Wird jetzt das nächste gemacht? Ach nee. Stimmt. Wir brauchen ja noch eine Sämaschine für Getreide. Ja, ganz vergessen. Sämaschine für Getreide. Die kaufen wir uns natürlich ohne Probleme und stell die mal hier so hin. So, dann. Kann das nämlich losgehen? Ah ja. Erstmal das große Feld hier gesät. Das ist auch richtig gut, dass das so ist. Und dann brauchen wir noch das Feld säen und dann passt das. So, währenddessen kann ich mir noch ein Fahrzeug kaufen, nämlich einmal den Trecker für Obstanbau. Habe ich jetzt gerade gutes RNG, dass der hier gerade ein bisschen billiger ist. Den kaufe ich mir auch, damit ich da keine Leasingraten für habe. Und dann benötige ich noch einmal eine Feldspritze für Obstanbau tatsächlich. Das heißt, das Teil, das werde ich mir kaufen und einmal hier hinstellen. So, haben wir hier alles schön ausgefüllt, so wie es sein soll. Und dann passt das. So. Nachdem das jetzt hier auch gesät ist, kann ich hier erstmal wieder alles aktivieren, denn dann kann hier alles weitergehend gedüngt werden. So.
Außerdem werde ich jetzt mal hier das Dach drüber bauen, damit unser Trecker nicht allzu sehr mehr leiden muss. So, das wäre das. Dann haben wir das auch. Ja, so, Weizenmehl wird produziert. Das ist alles okay. So, das Einzige, was wir jetzt nicht haben, ist genug Trecker für die Feldspritzerei hier überall. Aber das ist, denke ich mal, auch vollkommen in Ordnung. So, genau. In 120 Tagen benötige ich dann... Oder nee, gar nicht 120 Tage, sondern 78 Tage ist das schon. 78 Tagen benötige ich dann einen weiteren Parkplatz für einen Mähdrescher. Ganz klare Sache. Das wird teuer. Aber ich brauche auch noch das Schneidwerk, deswegen muss ich hier auch einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und noch einen Parkplatz bauen. Aber das wird eh... Also ich brauche das eh nur einmal abernten und dann passt das. Was? Achso, ja, okay. Das ist egal. So, das geht alles so seinen Gang. Das plätschert vor sich hin und auch das plätschert so ein bisschen vor sich hin. Ja, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen langwierig, weil ich hier quasi erstmal nichts weiter bauen kann. Das Problem ist, für die Ölfabrik, da brauche ich sehr viel mehr Geld. Denn da habe ich hier tatsächlich 350.000 zu bezahlen. Das wissen wir auch noch aus dem anderen Szenario. Und was ich auch nicht vergessen darf, und deswegen baue ich es jetzt auch direkt, und zwar einmal die Scheune. So. Ist jetzt auch nicht so teuer, aber kostet halt immer so ein bisschen täglich vor sich hin. So, außerdem kann ich ja auch nochmal eine Schulung reinzwiebeln. Und zwar würde ich hier jetzt, achso, erhöht Minimalpreis, habe ich schon. So, und dann würde ich einfach mal, ja, das brauche ich eigentlich gar nicht. So, senkt Rechnung, weiß jetzt auch nicht, ob das so wichtig ist. Ich würde jetzt einfach erstmal die Produktion nochmal ankurbeln, damit wir da wirklich 100% gehen können. Und dann schauen wir uns mal an, was noch für Möglichkeiten da sind. Und ja, ich würde dann einfach einmal skippen, bis entweder, also genau, erstmal will ich hier gucken, 128 Tage, ja, das passt. Und dann würde ich jetzt einfach nochmal skippen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Apfelernte drin haben, weil dann sollten wir uns spätestens die Ölfabrik kaufen können. Also bis gleich. So, da es gleich soweit ist, dass das Rapsfeld hier fertig ist in 3 Tagen, muss ich mal einmal schnell eine Garage hier hinzimmern. So. Doch, du hast Strom. Hör auf zu lügen. So, dann brauche ich nämlich einmal den Mähdrescher Xena. Und den lease ich mir mal. Den lease ich mir mal eben für 11.000 im Monat. Ey, das ist einfach teuer. So, was ich auch noch brauche, ist ein Schneidwerk. Und zwar 5 Meter. Und den kaufe ich mir, aber den brauche ich mir nicht leasen. Und dann stellen wir das Ding dahin. Und dann können wir jetzt auch loslegen hier mit dem Ernten. Perfektes Timing quasi. So, dann zieht er hier nämlich einmal durch. So. Und erntet Raps. So. Was ich übrigens auch gemacht habe, ich habe eine Person hier ausgetauscht. Ich hatte vorher einen, der 1.500 gekostet hat. Jetzt habe ich hier einen eingestellt, der 1.100 kostet. Das spart Kosten, das ist wichtig. So, und damit sind wir nämlich auch an der Stelle mit dem Feld durch. So, Raps wird jetzt quasi gen Lager gebracht. So, jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen. Raps verkaufen oder behalten? So, weil ich könnte jetzt sagen, ich verkaufe den Raps 25.000 und komme meinem Ziel, hier ein bisschen was zu machen, ein bisschen näher. Allerdings weiß ich nicht so genau, ob das so gut ist. Ach ja, gut. Muss ich kurz umparken? Muss ich hier einmal so hindrehen? Ach, das ist ja eklig.
Haben wir noch einen Einzelnen hier? Nee, ne? Doch, das Ding wäre noch ein... So, ich brauche jetzt nämlich noch, das ist mir gerade entfallen, eine Ballenpresse. Die kaufe ich mir auch mal eben. So, und jetzt brauche ich aber auch noch ein... Das ist ja jetzt ungünstig. Nö, ist es gar nicht. So, dann muss ich nämlich einmal diese Maschine hier umpacken. Packe ich nämlich mal dorthin, dann packe ich den nochmal um. Und zwar so, und dann packe ich das Ding hier nochmal um. Und zwar eigentlich dahin, weil da ist ja eigentlich noch Platz, aber das geht jetzt gerade nicht. Jetzt hat er das wieder, Das ist manchmal so ein bisschen buggy, dass er hier anzeigt, dass hier was ist, aber eigentlich ist da gar nichts. Das ist jetzt doof. Da muss man am besten einmal speichern und einmal neu laden, weil da muss nämlich noch ein anderes Fahrzeug hin. Das würde ich jetzt einmal kurz machen und dann würde ich sagen, bis gleich. So, und weiter geht's, denn wir brauchen ein weiteres Fahrzeug. Und zwar nicht nur eine Ballenpresse, sondern auch einen Anhänger für Strohballen. Und der ist nämlich drei lang und deswegen muss der da so hin. So, das heißt also, ich habe jetzt hier eine perfekte Auslastung von meinen ganzen Parkplätzen. Und kann dann auch gleich hier nochmal ein bisschen was verkaufen. So, allerdings geht das jetzt ja auch eh erstmal alles seinen Gang. Und genau, in vier Tagen ist auch das hier fertig. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich denke, ich werde die Kostensenkung hier machen. So ein bisschen die Rechnung senken. Denn das ist jetzt erstmal der wichtige Part. Ja, Lebensdauer von Maschinen vergrößern, das brauche ich eigentlich gar nicht. Weil, wozu? So, ich werde jetzt hier erstmal Rechnung senken. Und zwar werde ich hier alle 37 Tage diese Schulung machen. Und dann geht das in Gang. Den Raps behalte ich erstmal. Mal gucken, ob ich den noch letztendlich verkaufen werde oder wie ich das am besten mache. Guck mal, ich sehe auch gerade, dass hier das nächste Feld auch schon geerntet wird. Also Weizen werde ich jetzt auch haben. Das heißt, da werde ich mir auch ein bisschen Kosten ersparen, weil ich mir den nicht einkaufen muss hier. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Und ja, letztendlich ist ja auch... Achso, genau. Wollte ich auch nochmal zeigen, habe ich hier noch ein bisschen Anpassung machen müssen, weil das ist erst in 39 Tagen fertig und das wäre dann quasi... Wir hatten das ja auf den ca. 8. hier eingestellt gehabt. Und ich habe es jetzt von 8. bis 9. so in etwa eingestellt. Das sollte okay sein. So, das Thema ist jetzt nur, dass ich quasi spätestens hier genug Geld haben werde, um mir diese Rapsöl-Dings-Geschichte zu kaufen. Genau so nennt man das. Gut, so. Also mit anderen Worten, wir machen jetzt hier weiter mit den Kostensenkungen und Und dann gucken wir weiter, was los ist und ja, ich bin gespannt. Bis gleich. Okay, es ist soweit. Das Apfelfeld ist erntbar. Ich habe meine Saisonarbeiter, die da schon mithelfen und jetzt geht es auch schon direkt los. Es werden hier Äpfel abgebaut en masse. Das ist genau das Ziel, was ich hatte. Und ich denke, wenn ich jetzt nochmal Äpfel... Also, wir haben jetzt auch Weizen, da hat einmal das Feld abernten gereicht. Beim Raps hat es jetzt nicht ganz gereicht. Karotten ist jetzt mit der nächsten Ernte auch fertig. Ja, das heißt also, wir sind überall relativ gut zurechtgekommen. Außer bei der Rapsölproduktion, weil das Gebäude eben so teuer ist. Aber auch dafür haben wir jetzt eine Lösung, denn wir bekommen jetzt richtig viel Äpfel und dementsprechend kann ich die jetzt auch gleich einmal verkaufen. So, die kommen jetzt nämlich wirklich mal weg. So. Und jetzt habe ich nämlich genug Geld, um einmal diese Geschichte hier zu bauen. Und zwar das hier. So, das ist... Moment. Ich muss noch mal kurz gucken, ob ich jetzt auch das Richtige gebaut habe. Das wäre jetzt echt doof, wenn ich da zu doof bin gerade. So. Okay. Während das Teil gebaut wird, brauche ich Leute, die mit der Verarbeitung... Der
eine ist zwar okay, aber naja, aber na gut, okay, machen wir das. So, nochmal Verarbeitung. Das ist zu teuer, das ist, naja, so geht so irgendwie. Und hier unten, weiß ich auch nicht. Nee, komm, mach mal ordentlich hier, Leute. So, Verarbeitung, nee. Verarbeitung, ja. Verarbeitung fast voll. Naja, nee. Ein nochmal neu. Es ist so knapp immer irgendwie, so knapp an der Grenze, wo ich sage, ja, fühle ich mich wohl mit. Naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber ja, komm, hier nehmen wir die. So, und dann mal eine Person, die hier irgendwie Verarbeitung kann. Eine Person fehlt noch. Eine Person. Eine Person Verarbeitung. Das gibt's auch gar nicht. Ach, jetzt kein Mist. So, hier. Eine Person Verarbeitung. Kann man nicht angehen. Ach Leute. Jetzt ist aber mal gut. So, Raps, genau. Rapsöl ist schon genau richtig. Und dann kann ich ja schon mal die Kollegen hier zuweisen. Und dann fehlt ja nur noch einer. So. Und das ist natürlich eindeutig. Nee, eigentlich nicht. Eindeutig. Na komm. Jetzt muss doch mal einer, der noch ein bisschen. Na geht doch. Warum nicht gleich so? Okay. So, dann werde ich jetzt erstmal die Leute hier ausbilden. So, genau. Dann zugewiesen werden. So. Die Person einmal ausbilden, die Person einmal ausbilden und zum Schluss die Person einmal ausbilden. So, das passt. Und dann geht es jetzt hier auch direkt los mit dem Rapsöl. Das geht auch relativ schnell, weil hier immer 300er Schritte quasi produziert werden. Das ist vollkommen in Ordnung. So, was wir jetzt natürlich noch machen ist, dass wir sagen, was haben wir hier oben? Achso. Brauchen wir alles nicht. So. Was jetzt natürlich noch wichtig ist, ist Ausdauer von festangestellten Arbeitern. Die soll natürlich schneller regeneriert werden. Und dann mache ich noch hier die Mentorkurse 2 und 3. Ist also überhaupt kein Thema. Und dann haben wir das nämlich auch soweit schon mal richtig hier. So. Genau. So, wie sieht es mit Karotten aus? Achso, ja. Bitte einmal anpflanzen. Das wäre einmal ganz, ganz wundervoll. Ja, das muss ich kurz einmal pausieren, damit die hier die Äpfel abernten können. Das ist der Hintergrund gewesen an der Stelle. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal 50 Tage warten, mindestens, bis die Karotten hier fertig sind. Und hier, na gut, das sind noch 31 Tage, das ist okay. Da muss ich auch gleich nochmal die Maschinen alle wieder anstellen. Denn hier muss ja noch gespritzt werden. Das ist auch nochmal ein Thema, was wir natürlich machen. Vorher muss aber das Karottenfeld angebaut werden. Das ist höchste Priorität gerade. So, und das wird jetzt nämlich getan. Und dann kann ich das hier nämlich auch wieder einstellen, dass hier alles seinen Gang geht. Ich meine, notfalls kaufe ich mir nochmal einen weiteren Traktor. Das wäre jetzt auch nochmal denkbar, indem ich das Gebäude hier nochmal verbessere und dann mal schauen, so nach dem Motto. Denn wir sollten jetzt mittlerweile auch ein bisschen Öl haben, was wir verkaufen können. Gar nicht mal so wenig. 20.000 passt. Ich warte mal noch einen kleinen Moment. So, wir haben ja auch nur eine Feldspritze, also von daher ist das jetzt auch nicht so wichtig. Naja, so, ich würde jetzt einfach nochmal einen kleinen Cut machen bis zu dem Zeitpunkt, wo das Szenario im Prinzip fertig ist. Denn im Prinzip, ja, müssen wir jetzt eigentlich nur noch abwarten, bis einmal Raps reingeholt wird, einmal die Karotten und einmal die Rapsölproduktion fertig ist. Wie gesagt, das geht ja alles relativ schnell seinen Gang. Zumal ich dann ja auch noch den Mentorkurs hier
mit ausbilde, sodass die Kollegen auch ein bisschen schneller arbeiten können, beziehungsweise ein bisschen länger durchhalten bei der Arbeit. Ja, das sind jetzt noch die letzten Schritte und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn wir hier fertig sind. So, nochmal ein kleines Zwischenupdate an der Stelle. Ich muss jetzt Raps nochmal in den Lagerbestand reinholen, dass dort immer fleißig was gekauft wird, denn die Rapsölproduktion ist stehen geblieben. Einfach so stehen geblieben. Frechheit, oder? So, Raps will ich gar nicht verkaufen. Ich will das Rapsöl verkaufen. Da habe ich nämlich ein bisschen was drin dann. Und dann kann ich nämlich dieses Gebäude nochmal verbessern. Und dann kann ich hier nämlich auch noch einen Trecker mit reinstellen. Ja, der wird auch geleased. Ist ja egal. Obwohl, ach nö, kann ich mir sogar kaufen. Ja gut, dann machen wir das doch. So. Sehr schön. Schulung beendet. Genau. Geht jetzt auf die letzte Schulung hier bezüglich des Mentorkurses, aber das dauert auch noch ein bisschen, bis das durch ist, aber andererseits kann ich mir da auch mal kurz hier das Zeug verkaufen, was ich noch habe. Aber das Oballen, ganz wichtig. Und die zwei Sachen. So. Kann ich mir das nämlich auch leisten. Ja, und dann dauert es auch eigentlich gar nicht mehr so lange, bis das hier alles fertig ist. Also Rapsöl wird wahrscheinlich sogar vorher noch fertig sein, bevor die zwei Sachen hier fertig sind. Das dauert noch... Ja gut, Raps wird auch noch ein bisschen früher fertig sein, okay. Und das kriegen wir auf jeden Fall jetzt fertig. Und sowohl die Karotten, die kriegen wir auch fertig in 25 Tagen. Und ich denke mal, den Rapsöl haben wir dann auch gleich fertig. Wie gesagt, ich cutte nochmal ganz kurz und dann bin ich gleich nochmal da. So, und da ist der Tag auch schon gekommen, dass die Karotten hier fast fertig sind. Jetzt sind sie fertig und da kommen auch schon unsere drei Kollegen, um die zu ernten. Perfekt. Ich habe jetzt übrigens das Teil hier nochmal ausgebaut. Ich weiß gar nicht, ob das noch in der Aufnahme drin war und habe mir noch einen zweiten Träger geholt. Falls ihr das schon wisst, ist das auch okay. So, und wenn wir jetzt richtig viel Glück haben, dann geht das hier auf 100%, aber sollte eigentlich passieren und damit haben wir es geschafft. Der Karottenkuchen ist fertig. Wir können den lecker verspeisen und dann hoffe ich, dass er euch geschmeckt hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr die restlichen Szenarien, da sind noch 5 Stück an der Zahl, wenn ich das richtig im Sinn habe. Und das kriegen wir dann alles hin. Und dann würde ich sagen, das nächste Szenario ist was für ein Ei. Da geht es ein bisschen eher so um Zeit. Also das ist ein bisschen time-gated. Da haben wir 4 Jahre Zeit, um genug Ei zu verkaufen, um, ich glaube, 1 Million zu machen. Das sollten wir auch ohne Probleme hinbekommen. Da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Wird jetzt auch nicht so spannend sein, weil wir werden einfach nur ganz, ganz viele Hühnerställe bauen. Ja. Was anderes kann man nämlich im Großen und Ganzen nicht bauen. Aber hey, ja, gucken wir uns auf jeden Fall an. Und dann wünsche ich euch einen traumhaften Tag, wenn ihr wieder schaut und bis zum nächsten Mal.